Moin zusammen, willkommen zurück bei der Nacht des Hasen. Im Moment haben wir uns ein wenig vom Hasen verabschiedet. Wir machen weiter in der Geschichte. Wir sind dabei, das Wipfelfest vorzubereiten. Haben aber in der letzten Folge ja erstmal zugesehen, dass der Herr Spitzweg, unser Weltenbummler, weiter rumkommt und ihm dieses Boot beschert. Nun, hier sind wir zunächst gestrandet und müssen hier erstmal zusehen, wie es weitergeht. Immer noch kein Glück mit dem Fahrrad? Es ist kalt. Ehrlich gesagt, glaube ich, das ist sogar noch schlimmer geworden. Ich habe richtig Halsschmerzen. Richtig kalt hier. Deinen Feuerzauber könnte ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Ja, einen Feuerzauber müssen wir noch erstellen. Aber im Moment haben wir da noch nichts weiter. Viel Glück, Plato. Bis bald. Danke. Hm. So ein Unglück. Ja, das ist auch sowas. Ich wollte doch heute Abend mit Anja ausgehen. Das könntest du doch. Naja, wir müssen eben herausfinden, was es hier mit den Pilzen auf sich hat, dass wir, keine Ahnung, irgendwie da oben hochkommen. Das sieht aus wie eine kleine Treppe. Aber die Pilze müssten noch ein ganzes Stück wachsen, damit ich am Baumstamm hochlaufen kann. Dann könnte ich auch nachschauen, warum es dort oben schneit. Das ist richtig. Haben wir eigentlich etwas da drin? Indischer weißer Pfeffer, Kobalt. Ui, ich glaube, das Metall ist magnetisch. Was ist mit dem Pfeffer? Spitzwegs Pfeffer riecht ganz schön gut. Entschuldigung. Schon gut. Kalter Kaffee mit umgekehrter Wirkung. Nun, hier wissen wir noch nicht so recht, was wir damit machen sollen. Benutzen wir doch mal das Dings. Oh, ja, okay. Da ist der okay. Nun, da wir hier im Moment gestrandet sind, sprechen wir zunächst mal mit Herrn Spitzweg. Vielen Dank, mein junger Freund. Das war ein ganz hervorragender Beginn meines nächsten großen Abenteuers. Oh. Und es begann hier, am bescheidenen Kaltwasserbach. Jetzt geht es auf zum großen Fluss. Und dann bis auf die hohe See. Na, hört sich erstmal so an, als wären wir mit ihm fertig, ne? So, was ist die zerstörte Radiostation? Da können wir nichts weitermachen. Hier sind die Ups, ne? Jetzt hängt die Maus hier. Warum tut sie das? Okay, hier sind wir doch schon gewesen. Hatten wir eigentlich... Nee, warte mal. Können wir nicht mit dem Boot noch weiterfahren? Wie es aussieht, können wir. Oh, wir können. Ja, alles klar. Da, Bach abwärts. Oh, das Boot treibt ab. Dann auf bald. Vergiss mich nicht und pass auf den Wasserfall auf. Was? Wasserfall? Welcher Wasserfall? Das ist nicht gut. Das war ein Glück. Oh, das war knapp. Mann, oh Mann. Hey, das ist bestimmt das Grundstück der Waldzwerge. Ja, da machst du was mit, ne? Hoffen wir, dass es die Mühe wert war. Bestimmt, ich bin sicher. So, ich hab da entdeckt, da ist schon wieder ein Tropfen. Noch einer. Und hier drüben war... Ah ja, da ist noch ein Tropfen. Noch einer. Mehr sehe ich jetzt so gerade nicht. Okay, sehen wir uns erstmal um. Eine schildernde Schnecke. Oh, die können wir gleich nehmen. Die hat sich's auf der Rübe bequem gemacht. Sie hat bestimmt Lust, mich ein Stück des Weges zu begleiten. Bestimmt. Ja. Hui, die hatte sich ganz schön festgesaugt. Na? Okay, was haben wir denn noch? Hier haben wir einen Gabelzweig. Der sieht aus wie ein Arm, der in die Luft greift. Daraus könnte man sich eine prima Steinschleuder basteln. Oder eine Wünschelrute. Leider bin ich nur so groß wie eine Maus. Hm. Hier? Guck mal. Wow! Der Wind pustet die Pusteblumenschirmchen bis hier hoch.
aber sie sind zu weit weg, um sie mit der Hand zu fangen. Vielleicht können wir uns irgendwie so ein... Ich weiß nicht, so ein Kescher oder sowas bauen. So viele Bäume. Ich frage mich, wie viele Tiere es dort draußen gibt. Und wie viele von ihnen wohl gerne Blausaft trinken. 26. Ich habe sie gezählt. Keine Frage, ich habe sie gezählt. Ach, die Rübe können wir uns auch noch ansehen. Das ist die größte Rübe, die ich je gesehen habe. Sie riecht ganz süß. Aber die kann ich nicht mit mir rumschleppen. So viel ist klar. Okay. Gut. Vorderseite des Zwergenhauses. Ja, da könnten wir hingehen. Oh, ja, der rasende Bach. Jetzt hier, Vorderseite. Aber dann... Was? Sieht aus, als wurde das Haus von unten her zwischen die Wurzeln gebaut. Das war bestimmt eine unheimliche Schufterei. Aber cool. Hinter Tür kann ich dieses Fenster gucken. Hallo. Verschlossen. Wer ist da? Ich glaube, ich habe gerade jemanden gehört. Es klang wie ein Hilferuf. Schon wieder? Da braucht bestimmt jemand meine Hilfe. Ich muss da irgendwie reinkommen. Ich glaube nicht, dass das stimmt, aber okay. Verrammelt und verriegelt. Ich glaube, da drin hat gerade jemand gehustet. Und Park gesagt. Nur, dass du Land gewinnst. Ich bin krank. Es klang wie ein Hilferuf. Ich muss da irgendwie reinkommen. Sicher. Natürlich. Okay, kurz. Ja, wenn das denn so ist, was könnte denn wohl geeignet sein? Eine Fensterscheibe zum Beispiel zu zerschneiden. Gute Idee. Ich werde versuchen, ein Loch in die Scheibe zu schneiden. Das hat doch mal geklappt. Und jetzt? Ja, nichts weiter. Wir benutzen... Das hat echt geklappt mit dem Nagel? Okay, bin ich ja schon ein bisschen... Na gut, die Schnecke. Mann, gut, dass wir die dabei haben. Das funktioniert tatsächlich, das ist ja unglaublich. Profi-Arbeit. Da, wieder ein Hilferuf. Ich muss rausfinden, was da vor sich geht. So ein Spinner. Hallo? Hallo, meine Zipfelmütze. Oh, du jugendlicher Einbrecher. Was? Ich dachte, sie haben um Hilfe gerufen. Pah, Hilfe. Ein Waldzwerg bittet mich um Hilfe. Sie? Oh. Da, schon wieder. Pah. Siehst du die Klappen? Gleich komme ich rüber und sperre dich in einen von unseren Stollen. Und da kannst du dann. Da kannst du. Kannst du. Stollen gucken? Schon wieder. Sie haben schon wieder um Hilfe gerufen. Oh, jetzt ist er eingeschlafen. Nein? Hilfe gerufen. Genießt habe ich. Hab mir einen Zwergenschnupfen eingefangen. Muss ich mir wohl irgendwo im Wanderstollen eingefangen haben, als ich meine Eltern besucht habe. Okay. Ach ja, mein Zwergenschnupfen. Meine Mitbewohner haben schon das Weite gesucht. Hätte ich an ihrer Stelle auch getan. Ist eine ganz üble Sache, so ein Zwergenschnupfen. Kann ich Ihnen nicht doch irgendwie helfen? Nee, mir kann keiner helfen. Naja, außer einer vielleicht. Die könnte, wenn sie wollte, aber... Pah, ein Waldzwerg bittet nicht um Hilfe. No. Okay, gut. Na schön, wir besorgen ihm mal Hustensaft oder sowas. Aber erst einmal, da hinten habe ich einen Sticker entdeckt. Ja, es ist ein Sticker. Noch so ein Aufkleber. Siehst du mal. Och, ich wünschte, das könnte man ausschalten. Es ist ja schön, dass wir das haben. Und dann soll doch hier irgendwo... na gut.
Also, was steht denn hier? Wir sehen uns erstmal um. Holzer, das Bett ist auch leer. Wieso auch? Ach so. Auf dem Bett steht Schmiedeeisen. Und was steht hier drauf? Gar nichts. Die Waldzwerge putzen wohl gerne. Oder sie hatten Besuch von ihrer Oma. Dann macht Mama bei uns auch immer sauber. Also, wenn unsere Oma kommt, nicht die von den Waldzwergen. Die kennen wir ja gar nicht. Okay, gut zu wissen. Wohlsein. So, können wir die Bilder noch irgendwie? Nein. Was ist denn mit der Metalltür? Auf der Tür steht Lagerkammer Zwergwurzelauslese. Und Hände weg. Ach so. Und sie ist fest verschlossen. Na, guck mal eine an. So, was haben wir hier? Blausaftmaschine. Oh, die Blausaftmaschine. Nebel für Schwungrad. Ich traue mich da nicht so richtig rein. Ach, was soll's. Was soll schon schief gehen? Auf dem kleinen Schild steht Blausaftmaschine. Ein Patent der Waldzwerge. Nachbauen verboten. Na, sag bloß. Und was ist hier? Nichts. Okay. Nichts also. Na gut. Lose Diele. Was ist denn mit der losen Diele? Oh. Ups. Halt mal, da ist etwas unter dem Brett. Eine Karte, aber eine ganz seltsame. Was? Oh, okay. Du hast eine Quartettkarte gefunden. Um dir deine Sammlung anzusehen, öffne das Inventar. Blablabla, das kennen wir ja schon. Bonussammlung. Ja, ich bin begeistert. So, unteres Bett ist leer. Er hier ist... Ach, solange er schläft. Wir sehen uns lieber nochmal um. Das sind ganz schön viele Stollen. Was die Zwerge da wohl alles versteckt haben. Naja, wohl eher, was sie schürfen. Vor die Hütte, das ist schön. Pinnwand. Ach, jetzt ist er gerade wieder wach. Nicht vergessen, bei den Dachsen für Rhabarberkuchen revanchieren. Da hätte ich auch mal die Lust drauf auf Rhabarberkuchen. Das nehme ich mit. Bist du sicher? Aber für welches Tor? Für welches Tor ist denn dieser Schlüssel? Ja, okay. Okay, das war jetzt sehr aufschlussreich. So, erfahren wir noch etwas von ihm? Kann ich Ihnen nicht doch irgendwie helfen? Nee. Mir kann keiner helfen. Außer vielleicht? Außer einer vielleicht. Wer denn? Die Anja. Seit der alte Uli weg ist, ist sie. Ist sie die eine? Nein? Ja? Einzige? Genau. Ist sie die Einzige, die sich mit Krankheiten auskennt? Na, dann fragen wir sie doch. Einfallzweck, bitte nicht um Hilfe. Na, schon gut. Ja, okay, gut. Also wir bitten Anja um Hilfe, ist ja wohl klar. Vor die Hütte, das wird dasselbe sein wie dort hinten rum. Oh, probieren es mal. Ich denke nicht, dass wir hier noch mehr machen können. Ah, hier sind wir also. Okay. Das ist das hinter das Haus unter die... Ja, genau. So, alles klar. Dann lass uns mal gucken. Jetzt, wo wir uns hier umsehen können. Überall zwischen den Bäumen sind Wurzelfelder angelegt. Hm. Die reichen bis tief in den Wald hinein. Das ist bestimmt ein Haufen Arbeit, die Wurzeln alle zu pflanzen und zu ernten. Wohl wahr, wohl wahr. Wenn man größer ist als eine Maus oder als ich, könnte man es glatt übersehen. Aber es ist da. Was? Versteckt zwischen Baumwurzeln und Moos. Ach so. Okay. Außenwelt. Jetzt sitze ich hier fest. Das Boot ist futsch und das Tor ist immer noch verriegelt. Ja, das kriegen wir schon. Lass uns erstmal umgucken. Betreten der Zwergwurzelfelder strengstens verboten. Ist ja wohl klar, dass wir es dann gerade erst machen, ne? So, was hier? Bei Zuwiderhandlung verweigern wir Blausaftlieferung für mindestens 3 Wochen. Oh, das ist nicht gut. Wieso hackt denn meine Maus heute so? Was ist denn da los? Überall zwischen den Bäumen sind Wurzelfelder angelegt. Die reichen bis... Ja, das ist bestimmt ein...
Das gibt's ja nicht. Wieso hakt denn die Maus hier? Was ist denn da los? Schild. Eltern haften für ihre Kinder. Kinder haften für ihre Eltern. Okay. Da ist das Poster von der große Zarow. Hellsichtiger Illusionist. Bald auch in ihrer Nähe. Ja. Wann denn? Und wo? Komisch. Ja, das hatten wir noch nicht herausgefunden. Ne? Den Blick hatten wir schon riskiert. Ufer jenseits des Baches. Das hatten wir schon gesehen. Okay, das Holztor ist immer noch verschlossen, nicht wahr? Ja, natürlich. Fest verschlossen. Ja. Okay, alles klar. Dafür war also der Schlüssel gedacht. So. So, endlich. Den Schlüssel brauche ich nicht mehr. Ich lasse ihn einfach stecken. Okay, wenn du meinst. Gut, wir bitten Anja um Hilfe. Also, wenn er nicht will, kann man hier schnell reisen? Ja, geht. Jetzt hier nochmal zurück. Oh, können wir nicht über die Karte gehen? Welche Karte? Hauptmenü. Nee, das geht wohl nicht. Okay. Fein. Na schön. Also gut. Wit. Auf zu Anja. Anja wird wohl, naja, im Café sein eben, ne? So, hier hat sich noch jetzt verändert. Oh, kleine Form, guckst du denn so? Hm? Das war jetzt seine Tasche. So. Irgendwas, oh, guck mal hier mit dem Blümchen, bla. So. Hallo. Sekunde. Willkommen zurück. Hallo. Na? Der Zwerg ist krank. Kommen wir direkt zur Sache. Der Zwerg ist krank. Oh, du klebriges Karamellbonbon. Der alte Uli hat mir viel über Zwergenkrankheiten beigebracht. Auf zu den Waldzwergen. Auf zu den Waldzwergen. Oh. Oh, du verkohlter Napfkuchen. Das ist ein ganz schlimmer Fall von Zwergenschnupfen. Sag ich ja. Ist ähnlich wie Männerhusten. Aber keine Sorge. Der alte Uli hat mir auch dagegen ein Rezept beigebracht. Jerry, hilfst du mir ein paar Zutaten für die Medizin für diesen armen Zwerg zu finden? Na klar. Nimm dieses Rezept. Gesundheit. Gesundheit. Ich warte im Café und werde alles vorbereiten. Okay. Auf dem Rezept findest du eine Liste der Dinge, die wir brauchen, um den armen Kerl wieder raus auf die Wurzelfelder zu kriegen. Dann gibt es auch endlich wieder Blausaft. Na, guck. Steinberg, wir werden dich im Nu wieder auf die Beine kriegen. Jo. Jetzt aber nichts wie zurückgerollt. Ich habe einen leckeren Butterblumenkuchen im Ofen. So, jetzt sind wir wieder da. Haben wir denn alles dafür? Lass mal gucken. Um den Zwerg zu heilen, braucht Anja eine gelbe Sumpfdotterblumenknospe, eine Fischschuppe und etwas Pfeffer. Das haben wir doch. Sumpfdotterblume, Fischschuppe und was war das dritte? Pfeffer, ne? Na, sowas. Okay, das war jetzt aber reiner Zufall, dass wir das... Na gut. Sekunde. Wie kann ich dir helfen? Ich würde dir gerne die Dinge geben. Kann ich das einfach so machen? Nee. Wegen der Zwergenmedizin. Ja? Du hast alle Zutaten gefunden. Hoffen wir, dass das Rezept vom alten Uli etwas taugt. Hat sie das jetzt automatisch gemacht? Etwas Pfeffer ist übrig geblieben. Oh. Hier. Ulis Medizin gegen Zwergenschnupfen muss in etwas Flüssigem verrührt und dann dem Patienten zugeführt werden. Und dann gibt es bestimmt bald wieder Blausaft. Und für das vorgezogene Wipfelfest werden wir viel Blausaft brauchen.
Okay, gut. Ja, danke schön. Bis später. Pass auf dich auf. Mache ich, tu auch. So, lass mal gucken. Schnupfenmedizin und sie sagte, etwas Pfeffer sei auch übrig geblieben. Genau. Gut. Das ist Anjas Medizin gegen Zwergenschnupfen. Sie sagte, es muss mit was Flüssigem kombiniert werden. Da ist aber jetzt noch mit umgekehrter Wirkung. Das ist, obwohl, vielleicht ist das gar nicht so eine schlechte Idee. Da soll sich mal gesund schlafen. Sie hat gesagt, man soll sie in Flüssigkeit rühren und dann trinken. Ja. Und? Hast du es jetzt gemacht? Vielleicht muss ich die in frischen Kaffee rühren. Becher leeren. So. Jetzt ist mein Becher leer. Schön. Oh. Ziehen wir uns mal einen frischen Kaffee. Einmal heißer Kaffee. Ach, das hätte ich jetzt auch gern. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Na, weißt du. So, und da rühren wir jetzt die Medizin hinein. So, ich habe die Medizin reingerührt. Na. Ob die so schmeckt? Dann nix wie. Oh, nein, halt. Weg. Ah, das wird doch so schnell wieder kalt. Wo geht's raus? Jetzt zum Zwerg, ich weiß es nicht mehr genau. Da. Was ist denn bloß mit Maus los? Irgendwas stimmt hier nicht. Da. So. Mein. Was? Nein. Der ist jetzt aber nicht kalt geworden. Vielleicht geht's ja auch so. Das hilft doch nicht gegen Zwergenschnupfen. Doch. Das macht alles noch viel schlimmer. Warum? Bleib mir vom Leib. Okay. Wie hättest du denn die Medizin gern? Was hast du denn da? Zwergenschnupfenmedizin. Das ist ja... Zwergenschnupfenmedizin ist als Pulver völlig wirkungslos. Los, anrühren in was Trinkbarem. Mit Zwergenschnupfen kann man sich gar nicht bewegen. Wenn du Ahnung hättest, dann wüsstest du das. Ja, Entschuldigung, bin neu hier. Okay, kann ich den irgendwo hier auch leeren? Nein. Okay, wäre ja zu schwer gewesen. Hier hinten ist doch der... Der... Was? Kaputtes... Oh. Da draußen kann man den Wasserfall sehen. Sag bloß. So, dann lass mal gucken. Kann ich den Becher auch in die... in den Wasserfall entleeren? Das hilft ja offensichtlich nicht. Nein. Ach, jetzt sag ich, ich muss zu Anja zurück. Ich muss zu Anja zurück. Okay. Da. So. Zack. Mit dem Shooter werden wir da bestimmt irgendwas machen müssen. Also der Kaffee wird kalt, wenn wir ihn dorthin bringen. Entweder brauchen wir eine Art Thermoskanne oder so, oder... Oh, oder er ist ja ein Zwerg, er wird ihn sicherlich mit Blausaft mögen. Becher leer. Ja, schon gut. Jetzt ist mein Becher leer. Mensch, was du so alles kannst. Halt, erstmal ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert. So, mit Blausaft. Ah, das funktioniert. Sieh mal eine an. Das riecht aber gut. So, können wir die... Ach, das blaue Fässchen ist leer. Was, eine Tasse kommt da nur raus? So, ich habe die Medizin reingerührt. Na, guck mal. Ob die so schmeckt? Bestimmt. Okay, und die kann auch nicht kalt werden. Also sollte es ja funktionieren. So, und ab durch... Was ist hier bloß los? Ich starte noch. Ich werde gleich nochmal neu. Und ab durch die Mitte. So.
Nun, mein Herr, wäre das denn genehm? Blausaft. Das riecht lecker. Aber das ist doch nicht nur Blausaft. Da rieche ich doch nach was anderes. Na, da ist auch Zwergenschnupfenmedizin dabei. Oh. Ja. Und jetzt nehmen Sie doch einfach den Becher. Pah, mit Zwergenschnupfen kann man sich gar nicht bewegen. Wenn du Ahnung hättest, dann wüsstest du das. Waldzwerge sind keine einfachen Patienten. Meine Arme sind schwer. Meine Beine sind schwer. Sogar meine Lippen sind schwer. Aber reden kann er noch. Das ist definitiv eine Männergrippe. Jetzt sag nicht, wir müssen ihn füttern. So, ja, so bekomme ich meinen Hustensaft auch immer. Ah, na guck. Okay, hätten wir es nicht gleich so machen können? Einmal Blausaftmedizin gegen Ihren schlimmen Zwergenschnupfen. Sagen Sie A. Ah. Unser Blausaft, das Original. Lecker. Sie kriegen schon wieder Farbe im Gesicht. Und rauchen kann auch. Steht die Ernte an. Sie sollten im Bett bleiben. Im Bett bleiben. Endlich schlafen. Ohne Zwergenhalsweh. Ohne Zwergenschnupfen. Und ohne Zwergenhusten. Genau. Anja, du musst zu Anja gehen. Was? Das ist echt weit, wissen Sie? Im Stollen 47. Stollen 47? Hä? Dieser hier? Was? Warum haben Sie das denn nicht schon vorher gesagt? Zwergengeheimnis. Oh. Du musst zu Anja gehen. Warum? Sag ihr Danke. Gibt es wieder Blausaft. Ich hab's geschafft. Also gut. Die Zwerge machen bald wieder Blausaft und Anja kann das Wipfelfest vorbereiten. Jetzt muss ich nur noch die Einladungen für das Fest abschicken. Jo. Nur noch die Einladung. Können wir da oben eigentlich... Nein, natürlich nicht. Okay, nur dann sagen wir doch Anja mal Bescheid. Nee, ne? Oh. Tatsächlich. Eine Abkürzung. Hm. Hätte mir das nicht früher jemand sagen können? Weil das ja auch so gut funktioniert mit der Raumzeitkrümmung und so. Extravagant. Ne? Oh. Willkommen zurück. Hi. Sprechen. Sie spricht nicht automatisch. Wegen des Blausafts. Wie wunderbar. Ullis Medizin wirkt bestimmt. Meine Kunden fragen schon seit Tagen, wann es wieder Blausaft gibt. Und für das vorgezogene Wipfelfest werden wir viel Blausaft brauchen. Ja, okay. Ich glaube, dann gibt's hier nichts weiter zu tun. Pass auf dich auf. So, was machen wir denn jetzt als nächstes? Das ist ja unglaublich zu den Zwergen. Sag mal, das Fass haben wir, aber vielleicht können wir einen Kaffee ziehen. Das hätten wir eigentlich auch schon vorher machen können. Einmal heißer Kaffee. Heißer Kaffee. Vielleicht kriegen wir damit den Frosch wieder flott. Dem ist ja auch schon kalt. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Ja, du nicht, aber andere vielleicht. So, zack. Und jetzt hier, ich benutze das mal mit der Schnellreise, weil mit dem Kaffee muss das ja schnell gehen, damit er nicht zwischendurch kalt wird. So, Frosch. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Kaffee hilft da nicht. Warum? Einmal Anjas brühend heißer Kaffee. Och, willst du den wirklich weggießen?
Anjas Kaffee ist weltberühmt und so lecker. Er wollte ihn ja nicht. Vielleicht können wir damit dein Rad losbekommen. Ach so? Na dann, worauf wartest du noch? Es hat geklappt. Siehst du, Plato? Danke, Jerry. Jetzt kann ich mich endlich wieder in den Sattel schwingen und die Post ausliefern. Na, guck mal. Ich habe gehört, du möchtest Einladungen verschicken. Das ist richtig. Ich soll Einladungen zum Wittelfest verschicken an alle Einwohner von Mauswald. Ja, das sind ganz schön viele Einladungen. Aber Freunde helfen einander. Und du hast mir schon mehr als einmal geholfen. Ich warte hier auf dich. Bring mir deine Einladungen und ich werde sie für dich verteilen. Danke, Plato. Nein, nein, ich danke dir. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Fremder anderen hilft. Du bist ein echter Baumläufer. Quack. Oh, der grinst. Er sieht so ein bisschen aus wie mein Neffe. Der macht das auch mal so. So, okay. Wir haben es ja gewissermaßen schon. Einladung, alte Einladung, ja. Der Marquis sagt, ich darf sie nur auf einen verschlossenen Umschlag kleben, in dem die Einladung steckt. Okay, also die Einladung steht. Die alte Einladung steckt sicher im Umschlag. Der Umschlag klebt nicht mehr. Ich kriege ihn nicht zu. Okay. Können wir die Schnecke darauf ansetzen? Wir können. Die schleimt das voll. Die Schnecke hat den Brief gut verklebt. Ich glaube, ich lasse sie jetzt besser ihrer Wege ziehen. Tschüss, schillernde Schnecke. Tschüss. Mach es gut. So. Jetzt kann die Briefmarke dran. Briefmarke hat den Umschlag verdoppelt und verdreifacht. Die passen kaum noch in meinen Rucksack. Na. Oh. Ups. Klar. Wow, die Briefmarke hat den Brief zigfach kopiert. Magisch. Aber wer verteilt die jetzt alle? Na, rate mal, ob wir da einen Frosch kennen, der das tun kann? Kannst du das für mich ausliefern? Das sind ganz schön viele Einladungen. Ja. Aber Freunde helfen einander. Und du hast mir schon mehr als einmal geholfen. Wow. Dann fahre ich mal besser los. Es gibt viel zu tun. Ein einzelner Hüpfer, sag ich immer, ist nicht so schwer. Und viele Hüpfer zusammen können dich überall hinbringen. Mhm. Aber wir können auch mein Fahrrad nehmen. Dein Fahrrad? Klar. Wenn du schneller durch Mauswald und Umgebung reisen willst, dann ruf mich einfach. Dann nehme ich dich auf meinem Postrad mit. Oh. Benutze einfach diesen Knackfrosch mit einem der goldenen Posthörner, die überall im Mauswald stehen. Wenn du mal in Eile bist, lasse seinen legendären Klang ertönen. Dann komme ich mit meinem treuen Rad angeflogen und bringe dich, wohin du willst. Angeflogen? Angeradelt, meine ich. Wow, danke. Das mache ich aber nicht für jeden. Also erzähl's nicht rum. Und wohin möchtest du jetzt? Oh, hey! Hallo, Jerry. Na, wohin soll es gehen? Ach, jetzt haben wir die... okay, ich verstehe. Haben wir denn irgendeinen Ort hier, den wir noch nicht entdeckt haben? Wurzelfelder, Rückseite, Dunkelwald, das haben wir schon. Kalter Baum, ja, das wird wahrscheinlich davor sein. Nee, das ist nicht davor. Mauswalder Radiostation, das ist das. Auendorf und Postamt, das haben wir auch noch nicht entdeckt, glaube ich. Sumpf, Brücke haben wir natürlich. Die Gärten haben wir. Ich würde gerne Pfadbaumwäldchen. Okay, wir können ja überall hinreisen, ne? Lass uns mal gucken, wo es dahin geht. Auf geht's! Halt dich fest, Jerry. Tja, Katsching. Bis später. Ja, nicht so schnell. Ich will nur gucken. Ach so. Ach, das ist hier. Okay, gut. Aber wo ist denn hier der... Hallo? Hier gibt es doch gar keinen... Dings. Naja, gut. Ich sehe hier kein Posthorn. Na schön. Aber ich möchte gerne noch ausprobieren... Ach, das gibt's ja nicht.
Hier gibt es auch kein Posthorn. Ich mach das jetzt mal schneller mit Doppelklick. Auch kein Posthorn? Hier. Achso, den Klicker. Als den Knackfrosch, Entschuldigung. Ich würde zu gern mal dort sehen, ob wir oben auf den Baum draufkommen. Wohey! Wohey! Hallo, Jerry. Hi. Na, wohin soll es gehen? Ich würde zu gern sehen, ob wir da oben drauf. Da kann ich dich leider nicht hinbringen. Ach, war ja klar. Dunkelwald, das kennen wir schon. Nee, den möchte ich auch nicht. Vielen Dank, du hast zu tun. Bis später. Wiedersehen. Ja, okay. Und was jetzt? Wir haben ja alles erledigt. Wir haben die Einladung versandt. Anja backt uns, Muffins, Küchlein, was auch immer. Blausaft gibt es morgen. Das Fest steigt. Müssten wir dem Marquis Bescheid sagen? Oder irgendjemand anderem? Hallo? Na? Hi, Ursula. Hi. Jerry, du hast die Einladungen verschickt und Blausaft bestellt. Richtig. Dabei hast du einen Zwerg geheilt, die kleine Ursula gerettet und vieles andere erlebt. Oh ja. Du entwickelst dich fürwahr zu einem echten Baumläufer. Nun werden wir mit dem magischen Teil deiner Ausbildung beginnen. Und dann folgt das Wichtelfest. Wir freuen uns auf Blausaft. Also beeile dich mit der Ausbildung, du Grünschnabel. Seit ich denken kann, ist das Wipfelfest eine Festivität, die wir einmal im Jahr ausrichten. Und bei dem wir Hilfsbereitschaft, Familie und Mut feiern. Und Magie ist da gar nicht im Spiel. Ach nein? Vorwärts, junger Haselnuss. Was ist das denn? Was ist das hier für ein Ort? Die Halle der Schüler. Ein lebender Ort, aus Magie geschaffen. Versteckt zwischen zwei Augenblicken. Aber soll das hier so kalt sein? Ich spüre es auch. Es scheint, als sei seit viel zu langer Zeit niemand hier gewesen. Und schon in Mauswald erinnerte sich kaum jemand an uns, nur die Alten. Wie lange waren sie nicht mehr hier? Zu lange, wie es scheint. Es ist an uns, die Tradition am Leben zu erhalten. Die Halle der Schüler ist ein Ort des Übergangs. Hier wird heute deine Ausbildung beginnen und hier wird sie enden. Alles geschieht im Schutz des ersten Baumes. Der erste Baum? Ist das der hier? Dies ist nur eine Statue. Der erste Baum ist der älteste Baum dieser Region. Er wacht über den Wald, über die Portalbäume. Er hält diese Welt zusammen. Bäume wie er sind so alt, dass sie schon in anderen Sphären existieren. Ihre Wurzeln reichen bis in Träume, bis in die Fantasie. Und wo ist der erste Baum? In deinen Träumen hast du ihn vielleicht schon besucht. Doch die Lichtung, auf der er steht, ist verborgen. Die Wege, die dorthin führen, versteckt. Wie dieser Raum. Wenn deine Ausbildung vorüber ist, werde ich dich auf die Lichtung führen. So will es die Tradition. Doch zunächst musst du deine Ausbildung erst absolvieren. Und dazu müssen wir dieses Ding in Gang bringen. Der erste Baum. Okay. Wieso klemmt das alles? Ich weiß nicht. Letztes Mal war sie doch noch in Ordnung. Okay, was haben wir denn hier? Irgendetwas stimmt doch nicht. Das glaube ich auch. Das denke ich auch. Aber das, schätze ich, werden wir erst mal... Ist wirklich so viel Zeit vergangen? Ja, muss häufiger mal vorbeikommen. Das werden aber wir... das heißt ja... Was? Nein. Was nein? Was ist denn?
Das ist unmöglich. Warum? Was denn? Okay. Nicht jetzt. Entschuldigung. Ich lass mich das einfach kurz in Ordnung bringen. Natürlich, natürlich. Okay. Natürlich. Ich denke, das machen wir aber auch erst in der nächsten Folge. Wieso klemmt das alles? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Okay, wir sehen... Mal war sie doch noch in Ordnung. Ja, schon gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Begleiten und ja, bleibt gesund, habt Spaß und... Etwas stimmt doch nicht. Na, das glaube ich auch. Auf Wiese gehen. Tschüss. Ist wirklich so viel Zeit vergangen? Ja, bye. Aber das heißt ja...